Hallo liebe 96-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute unseren Neuzugang Marcel Franke bei mir und ich freue mich, dass wir ihn jetzt ein bisschen unter die Lupe nehmen können. Hallo Marcel, schön, dass du da bist. Hallo. Ich begrüße dich in Hannover, ganz offiziell. Wie geht's dir denn? Du hattest bestimmt jetzt ein paar turbulente Tage. Auf jeden Fall. Ich bin natürlich überglücklich, dass ich jetzt hier bin. Es ging jetzt ein bisschen länger die letzten Tage, haben das forciert und ja. Ich bin froh, einfach jetzt hier unterschrieben zu haben und bei einem richtig geilen Club spielen zu können. Du hast mir jetzt vor dem Interview schon erzählt, dass du Sonntagnachmittag schon nach Hannover gekommen bist. Wie ist denn dein erster Eindruck von der Landeshauptstadt? Genau, ich bin mit meiner Frau schon einen Tag eher angereist, weil wir uns mal ein bisschen Hannover angucken wollten. Wir sind positiv überrascht gewesen, also eine sehr schöne Stadt, viel Grün, wir bringen noch einen Hund mit. Deswegen passt das natürlich sehr gut. Und wir werden uns jetzt in den nächsten Tagen natürlich die Stadt noch ein bisschen besser anschauen. Warum hast du dich für Hannover 96 entschieden? Du hast für 3 Jahre hier unterschrieben bei unseren Roten. Ich denke, Hannover 96 ist einfach ein richtig, richtig guter, richtig großer Club in Deutschland. Ich hatte super Gespräche mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor. Das hat sich einfach alles gut angehört. Ich bin einfach froh, für so einen Club spielen zu können. Und deswegen, da musste ich gar nicht lange überlegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dich die 96-Fans alle schon kennen. Würdest du dich einmal kurz selbst beschreiben? Was ist denn Marcel Franke für ein Typ? Marcel Franke ist erstmal, wenn es auf dem Fußball oder auf dem Sport bezogen, erstmal ein sehr ehrgeiziger Typ, will immer gewinnen. Deswegen mit mir macht es, glaube ich, nicht immer Spaß, irgendwas zu spielen, ob es jetzt Fußball ist oder eine andere Sportart. Aber ansonsten ein sehr offener Typ, mit dem man reden kann. Der im Fußball trotzdem vorne weggehen will, der auch mal ein bisschen lauter werden kann. Der einfach richtig Bock auf die Sache hat. Ja, damit hast du dich direkt mal für das Spielerduell im Trainingslager qualifiziert. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das spielen wir gerne mal im Sommertrainingslager. Und wenn du ungern verlierst und es manchmal vielleicht auch oder man mit dir anecken kann, wenn man mit dir spielt, dann würde ich sagen, bist du auf jeden Fall schon mal safe dabei. Sehr gut, da freue ich mich. Marcel, du bist Dresdner, hast die komplette Jugend von Dynamo Dresden durchlaufen. Mit 20 Jahren bist du dann aber zum Halleschen FC gewechselt. Wie schwer ist dir dieser Schritt gefallen? Ja, der Schritt war natürlich schwer. Ich meine, wenn man 16 Jahre für so einen großen Verein in Dresden, sage ich jetzt mal, spielt, und natürlich sich da auch erhofft, dass man dort den nächsten Schritt macht und vielleicht bei den Profis oben ankommt, was leider nicht so richtig funktioniert hat. Da muss man sich Gedanken machen und bei mir war dann einfach der Gedanke gekommen, wenn du es im Profifußball irgendwo schaffen willst, dann musst du vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen. Und das hatte sich mit Halle angeboten. Das war jetzt, sagen wir mal, fast direkt um die Ecke, das war eine Stunde circa entfernt von Dresden. Das war jetzt auch nicht der Riesenstep und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das. Der Verein hatte sich sehr bemüht und ja, das ist natürlich dann so gekommen, dass es einfach alles gepasst hat, dass ich meine Spiele dort machen konnte. Im Nachhinein war es natürlich dann der richtige Schritt, obwohl ich natürlich trotzdem irgendwo in Dresden natürlich gerne gemacht hätte. Dann führte dich dein Weg über Greuther Fürth weiter nach Norwich City auf die Insel. Wie hast du die Zeit in England erlebt? Ja, die Zeit war natürlich etwas kürzer. Ich war dort nur ein halbes Jahr, aber es war einfach für mich trotzdem eine richtig gute Erfahrung. Ich wollte den Schritt unbedingt machen, weil ich bin Innenverteidiger. Ich glaube, wer da gerne in England spielen will, das sind schon, denke ich, auch eher die Innenverteidiger, die ein bisschen größer sind, ein bisschen Körper mitbringen. Und der Fußball dort hat er einfach meiner Meinung nach gut zu mir gepasst und deswegen habe ich den Schritt gemacht. Ja, im Fußball kann man es vorher nie wissen, kann man es nie planen, wie es kommt. Das ist nicht so erfolgreich gewesen, wie ich es mir vorgestellt hätte. Trotzdem bin ich froh über den Schritt, dass ich den gewagt habe. Und jetzt bin ich hier und bin glücklich, wieder in Deutschland zu sein und für Hannover spielen zu können. In der letzten Saison warst du Stammspieler beim SV Darmstadt, hast also quasi frische Zweitliga-Erfahrung mit im Gepäck. Welche Tugenden braucht man denn für die zweite Liga? Ja, es ist ja immer, man sagt ja immer, das ist eine sehr enge Liga, sage ich mal. Auch die letzten Jahre hat es ja immer gezeigt. Jetzt, wer auch die letzte Saison gesehen hat, da ist Paderborn einfach vorneweg marschiert, wo das keiner gedacht hätte. Also nur mit schönen Spielen wird das jetzt nichts, wenn du da jetzt vielleicht die bessere Mannschaft bist oder von der Qualität her die besseren Spieler hast, heißt das noch lange nicht, dass du das Spiel am Ende gewinnst, sondern du musst da einen gewissen Mix mitbringen von spielerischer Qualität, aber natürlich auch die Tugenden mit einbringen, dass du dich 90 Minuten zerreißt, dass du kämpfst ohne Ende. Und es gibt dann halt auch ein paar Spiele, die dann einfach, sage ich mal, auch über Standardsituationen entschieden werden, wo es einfach das Spiel so knapp ist.
Und das musst du halt einfach annehmen. Ich denke, das werden wir und dann wirst du auch erfolgreich sein. Welche Voraussetzungen muss man vielleicht mitbringen, wenn man auch oben mitspielen will in der zweiten Liga? Ja, ich denke, das wird genau das Gleiche sein. Also klar, du musst irgendwo mit breiter Brust aufspielen, du musst selbstbewusst rangehen. Ich denke, da haben wir einen richtig guten Kader, um da natürlich oben mitzuspielen und da natürlich um den Aufstieg mitzuspielen. Aber du musst es natürlich Tag für Tag oder Wochenende für Wochenende einfach auf den Platz bringen und zeigen, dass du das unbedingt willst, dass du den Willen hast, dass du motiviert bist. Und wie gesagt, du musst jedes Spiel neu annehmen. Du darfst nicht denken, dass das von alleine läuft, sondern du musst kämpfen, du musst Gas geben. Und ich denke, wenn wir das machen, werden wir richtig gute Chancen haben. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Marcel, vielen Dank fürs Erste, dass du dir die Zeit genommen hast für das kurze Interview. Und ja, liebe 96-Fans, ich hoffe, ihr konntet Marcel jetzt schon ein bisschen besser kennenlernen. Hattet Spaß mit uns und dann sehen wir uns bald wieder auf 96 TV.